Servus, grüezi und hallo, herzlich willkommen zurück zu Dead Space und Kapitel 5, tödliche Hingabe. Wir fahren mit der Monorail zurück zur Krankenstation und ich wette mit euch, alle Viecher sind, wenn sie nicht wieder da sind, sind auf jeden Fall neue da. Und wir haben ja schon in den letzten Folgen ein paar nette neue Gegner kennengelernt. Ich traue jetzt hier nichts und niemandem mehr, muss jetzt aber erstmal selber wieder reinkommen. Ich stelle gerade fest, Plasma-Cutter, wir haben nur noch 13 Schuss, supi. Wow, wow, wow. Ja, wollen wir es versuchen? Moment. Zack. Der ist geladen. Ich glaube, dafür haben wir auch ein bisschen mehr. Oh Mann, ich habe zu lange Pause gemacht. Hier erwartet uns doch wieder alles neu, richtig? Alles neu macht der, Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Lass mich raten. Und wenn ich vor der Tür stehe, brauchst du erstmal 10 Minuten, um die Tür zu hacken. Und ich muss gegen 1000 nekromorphe Viecher kämpfen. Und waren hier vorhin die Lampen auch schon in der Krankenstation? Wir waren doch schon mal hier, oder nicht? Und jetzt ist hier alles anders. Oh, Moment. Form halber. Also, der Ripper schlägt auch sehr gut zu. Shop. Wenn ich jetzt wüsste, was haben wir alles hier so Schönes? Ein Medipack. Mittel. Ein Stasepack. Und sonst nur Ripper-Klingen. Ho, das ist doch mal eine Herausforderung, oder? Und ich weiß nicht, bestimmt zig andere 1000 Viecher und jetzt, naja. Von wegen, wir haben die Krankenstation schon geräumt. Ich erwarte hier wieder alles vorzufinden. Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, was ist denn da? Das war doch vorhin nicht da, als wir hier waren, oder? Genau, hier haben wir Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Was? Ist das die Organpuppe da? Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Das ist aber doch nichts Neues, oder? Ich meine, bis jetzt wollen sie uns alle hier nicht auf dem Schiff haben. Sämtliche Viecher, die uns angegriffen haben, haben uns doch bis jetzt bewiesen, dass sie uns hier nicht haben wollen. Also von daher nichts Neues. Da müssen wir hin. Das ist natürlich die einzige Tür, die auf ist. Was machen diese ganzen Lampen hier? Und ich will speichern. Diesen kurzen Weg bis hierhin, den will ich jetzt speichern. Unbedingt, damit wir ihn noch nicht nochmal machen müssen. Ah, komm, Lizzie, stell dich nicht so an. Geh einfach. Isaac ist bei dir. Huhu, und bestimmt zigtausend Mikromorphe. Und hier ist jetzt weniger Licht als vorher. Supi. Herr Jesus. Okay. Oh, komm. Wow. Was war das? Verdammt, habe ich jetzt nicht gesehen. Es kann sein, dass es auch wieder Plasma-Cutter gewesen ist. Am meisten Sorgen macht mir, dass wir so wenig Medipacks haben. Das war auch Plasma-Cutter. Oh Mann, ey, scheiße. Die Krankenstation war ja noch nicht gerade unsere Lieblingsstation. Wobei bis jetzt jede Station ihre Schrecken hatte. Das war die Stase-Station. Richtig? Stase. Und der Schreck fängt von vorne an. Wir müssen wieder durch alles durch. Und es sind... Was ist denn da hinten? Da pulsiert doch was.
Und das war vorhin auch nicht da. Oh. Nur der Vorsichtshalber. Und da hinten pulsiert was. Und das Ding flippt jetzt hier voll aus. Das war vorhin auch noch nicht. Hat sich hier irgendwas getan? Das war ein Raum, den wir mit einem Energieknoten überbrückt haben. Da ist jetzt ein Schrank mehr auf. Und wir haben Plasma-Energie. Okay. Und da war die Workbench. Einen Energieknoten haben wir. Und ich bin nicht bereit, den da jetzt... Was bist du da hinten? Boah. Ich bin nicht bereit, den da jetzt irgendwie noch zu verplempern. Ich lasse mir den erstmal. Was ist das? Wahrscheinlich bin ich darauf jetzt so fixiert, dass mich gleich 10 andere hier durch die Lüftungsschächte anspringen werden. Ich hatte vergessen, wie nervenaufreibend Dead Space ist. Oh mein Gott, der gebiert diese Dinger. Wow! Jetzt weiß ich auch, was die Typen an der Wand machen. Kommen ihnen nicht zu nahe. Dafür reicht also der Ripper nicht aus. Wir verlieren den Kopf. Wow. Okay, ihr habt so gewollt. Also wenn ihr jetzt das Knacken meines Genicks hören würdet, wie ich mich bereit mache, um in diesen Raum zu gehen. Und jetzt eben noch einen kleinen Schluck von der guten Kaffee. Die gute Kaffee macht alles besser. Ja, leckt mich am Arsch. Nun mach die Tür auf. Okay. Ich will die Plasma-Energie haben. Werde gleich die Waffe wechseln. Was waren jetzt Ripper-Klingen? Scheiße. Selbst schuld, das kommt jetzt davon. Na gut, das nützt nichts. Wir haben gesehen, das Vieh ist nicht... Oh, Moment. Na, Form halber. Hatte ich vergessen. Entschuldigung. Nein, es ist jetzt hier nicht aus Grausamkeit oder sowas, sondern ich habe echt Angst, dass dann wieder so ein Flattermann kommt und das Ding zum Aufstehen bringt. Die Scheibe kriege ich leider nicht kaputt. Das ist das Blöde daran. Das waren jetzt die Viecher. Die kriege ich, glaube ich, so am besten klein. Ah, jetzt hat das Vieh schon einen geboren hier. Lass dich gefälligst umbringen, du Scheißteil. Wie kriege ich den denn kaputt, sag mal? Jesus, eklig. Na toll. Ganz toll. Jetzt habe ich alles verbraucht. Wie kriege ich dich kaputt? Gib mir mal einen Tipp. Ja, Isaac, du bist ganz aufgeregt, ne? Frag mich mal. Und ich glaube nicht, dass du in letzter Zeit Kaffee getrunken hast. Oh, jetzt schmeißt mir die dann die alle um die Ohren. Oh, verdammt, ey. Oh, nö. Steh auf, Isaac, steh auf. Was ist das? Mensch, leck mich doch am Arsch, ey. Das sind diese Viecher, die mich jetzt hier kaputt machen. Lauf mal eben bitte, Isaac. Neue Strategie bitte. Okay, das funktioniert jetzt aber nicht. Was ist das hier? Was soll ich machen? Au! Oh, Moment. Ich habe eine Idee. Das Doofe ist nur, ich habe jetzt, glaube ich, mein Medipack vergeigt und... Ja, selbst schuld. Ne? Hab ja selber Schuld.
Moment. Na warte, du Scheißteil. Kann ich damit laufen?